Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem anderen Special hier im Sinne von Team Tofu. Ja, Leute. Das hier ist Super Tofu Boy. Gemacht von Peter. Ja. Peter hat auch eine Parodie auf Team Meat gemacht, nämlich Super Tofu Boy, scheinbar. Welcome to Super Tofu Boy, there will be blood, lots of it. So let's begin by getting used to the basic controls. You can walk left and right using the arrow keys and you can jump using the spacebar. Continue. Ja. Das ist Super Tofu Boy. Lol at Meat Boy's Bad Breath. Okay. Not bad, but simple jumps just won't cut it. Stand beim letzten Mal. It's time to step up your game. Jump against the wall and then press the spacebar to wall jump. Your way to Bandage God's rescue. After you pass a level, you'll be able to skip and revisit levels. As you complete levels, you'll unlock levels. Ja, sie fangen hier schon an mit Kreissägen. Muss ich einen anderen Knopf drücken? Muss ich mal gucken. Hier beginnt jetzt ein kleines Martyrium, weil manchmal fängt unser guter Freund Tofu Boy einfach mal an, meine Kontrolle zu sperren. Das passiert nicht ständig. Red Meat can lead to impotence, obesity and loss of girlfriend. Ja, damit sind wir hier schon fertig. Jetzt sind wir bei den Golden Archers. Ey, jetzt ist McDonald's. Not you, McDonald's! Not you! Wow, ich bin ziemlich gut. Huh, egal. Impressive, but don't keep Bandage Girl waiting. What the fuck? Echt mies, was die hier von mir verlangen, direkt am Anfang. What the fuck, Peter? Ja, muss mich kurz kratzen, muss mich kurz kratzen. Entschuldigung. So. So yeah. So yeah. Seriously, what the fuck? A dress meat of raw, rotting animal flesh would stink and attract maggots. Wer würde sich sowas anziehen wollen? Hallo? Ah, ein Moment. Okay, okay. Ich hab mich beruhigt. So, was haben wir denn hier? Wieder ein Scrolling-Level, weil dir nichts Besseres einfällt scheinbar, aua. Ja. Gerade irgendwie eine Bandage eingesammelt oder was war das für ein Geräusch? Oh ja. Die Bandage liegt da! Oh Mann, wenn ich an manche Sachen denke, die ich bei Meat Boy machen musste, um eine blöde Bandage zu bekommen überhaupt. Jetzt komme ich über diese Treppe nicht mehr hinaus. Diese Treppe ist aber auch doof gemacht, ey. Ah! Na, dann spring eben nicht. Tofu Boy, du kannst mich manchmal echt am Arsch lecken. Ich weiß gar nicht, was ich gegen ihn hab. Aber googelt mal Tofu Boy, ihr werdet ein schönes... Verdammt. Ich habe auch dieses Spiel nie durchgespielt, aber für das LP werde ich dieses Spiel auf alle Fälle durchspielen. Ja, dann werde ich dann einen Tick zu langsam. Ich muss mir echt eine Taktik für diese Treppe ausdenken, weil irgendwie... Diese Treppe kostet mir zu viel Zeit. Ah ja, jetzt ist gut.
Na, das hänge ich irgendwo fest, was ich schon nicht mehr gesehen habe. Also ich verstehe nicht. Wenn man schon den Vorgänger kopieren möchte mit Story und bla bla bla, dann soll man auch die Engine davon nehmen oder so, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus mit Kopieren von Spielen, weil ich keine Spiele kopieren muss, sondern ich spiele nur die Spiele und im besten Fall LP'e ich diese Dinger. Aber mache ich auch nicht. So. Firm, extra firm, all silken, Tofu Meat, all you need. Strips at the Bacon Factory. Ein weiteres Scrolling Level. Hallo? Leute, es gibt auch noch mal anderes als Scrolling Level hier. Meine Güte. Also ernsthaft. Es ist nicht hoch, es ist nicht lang. Und das meine ich mit dämlicher Kontrolle, was Warjumps angeht. Dieser letzte Warjump war nicht von mir, das war jetzt einfach mal Tofu Boy ganz alleine. Das heißt, diesen kleinen Jungen sollte man nicht alleine spielen lassen. Er bricht sich nur Sachen. Ja. Warum geht diese Plattform kaputt, wenn ich sie nicht mal wirklich berührt habe, ey? Ja, super, Tofu Boy. Gut. Impressive, but don't keep Banishka waiting. Grease Lightning. Grützeblitz. 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 Ich weiß nicht, was Grease heißt. Ich weiß, ich bin doof, aber... Ah. Da, ach, da hört das Level schon auf zu scrollen. Ist irgendwie traurig. Macht die Sache nämlich nicht schwer. Das macht die Sache eigentlich sehr einfach, dass das Level auf einmal da aufhört zu scrollen. Not only is Tofu Boy sexy, he takes girl too. Save the girl. Wo bin ich denn? Da oben. Okay. Das hier ist instant von der Wand abrutschen. Einmal, heute schaffe ich es nach unten und dann werde ich zerschossen, war ja klar. War ja anzunehmen. Ich will diese Bandage haben. Ich will wissen, was man für Bonuszeugs kriegt. Komm schon! Ja, so ging's. Ja, nein. 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 Ah, nein. 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 Kann welche dauern. Kann welche dauern. Moment. Ah. Verdammt. Das Level ist sogar irgendwo ganz kleines bisschen schwierig. Unglaublich. Und der rutscht so hoch. Keine Ahnung, was ich gedacht habe, dass das komische Hochrutschen in Form von mit seinen Sprüngen auch noch sehr praktisch wäre, aber... Ich finde es alles andere als praktisch, ja toll. Hilfe! Sie wollen doch förmlich, dass ihr Tofu Boy stirbt, ganz ehrlich. Jetzt ist aufgrund von schlechter Kontrolle und problematischen Rumgespringe hier gerade Endstation mit meinen Fähigkeiten, weil ich da nicht hochkomme. Ist auch. Vor allen Dingen, diese Plattformen lösen sich auf, obwohl ich sie nicht mal versuche zu berühren. Das ist doch unglaublich. So, hier rüber. 1, 2, nein. Ach man, Tofu Boy, ganz ehrlich. Geh und stirb in einem Mixer. Ah!
Nur da nochmal hochkommen, nur da nochmal hochkommen. Und diese Plattform nicht minimal berühren, ey. Man kann doch pingelig sein. Echt wahr. So pingelig eingestellt, dieses Berühren der Plattform, das ist unglaublich. Oh, guck mal, ich hab die Plattform ganz minimal mit meinem Körper angetatscht. Weg ist sie. Nee. Voll am Beschweren hier, mehr mache ich gerade gar nicht. Das ist ein Rant LP! Woohoo! Sowas hatte ich ja schon ewig nicht mehr. Ha. Ach, ey, das ist so doof. Da denke ich so, ja, dann nehme ich diese Plattform und dann sind die auch weg. Finde ich echt traurig. Nein. Wie mache ich das am besten? Dann eben von da. Aha. Game over. Almost. Dr. Fetus. You fool, it's up in puppy meatball full of hormones and the ugly sides of his blood would drive Banish Girl away. Level Tofu Boy Scramble the final feat. Play now. Ein Scrolling Level, ja, war ja anzunehmen. Wow. Oh, ich hatte schon Angst, ich hätte kein Scrolling-Level mehr. Okay, also jetzt gehen ihnen die Ideen aus, also holen sie mal einfach mal, Meat Boys Find Dr. Fetus noch ins Spiel, okay. Ich meine gut, ich habe mich gewundert, warum er nicht auftaucht, weil auf der Peter-Hauptseite ist er unten rechts im Bild zu sehen, aber... Damit hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Wäre ich da jetzt nicht am draufstehen gewesen, hätte es sogar funktioniert. Ja. So kann's gehen. Verdammt. Bad Control! Ah! Tofu Boy! Ich könnte einfach behaupten, ich bin gewöhnt an die Kontrolle von Tofu Boy im Super Meat Boy Style. Wäre zwar gelogen, aber würde erklären, warum ich mit ihm nichts kann. Dass ich jetzt immer stecken bleibe irgendwo, ist auch irgendwie sehr unpraktisch, muss ich sagen. Viel zu nervig. Warum ausgerechnet immer Scrolling Levels, Peter? Warum? Habt ihr in eurer frühen Kindheit Scrolling Levels gespielt und die ging euch auf den Sack und jetzt wollt ihr das auch noch unter Beweis stellen oder was? Ich weiß auch nicht. Weil ich die Plattform wieder einen Millimeter vorher berührt habe. Ey, das ist doch so eine Grütze. Ich bin eine Plattform. Ich verschwinde, sobald ich angeguckt werde. Denn dann weiß der Spieler, ich war da. Und dann kann ich meinen Feierabend antreten. Grütze. Das ist so eine Grütze. Wie im Grützenblitz, dem Level. Das war ich nicht, das war Meat Boy, Tofu Boy. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, wie ich die beiden verwechseln kann. Heieieiei. Ach man, ich will da jetzt rüberkommen, aber diese Plattform da sind wir wieder so völlig von der Rolle. Ach, der blöde Dreiersprung, wenn er meine Kontrolle blockiert. Ich hasse das. Ah, das hört's manchmal, das hört's wirklich.
Komm schon. Oh, meine Güte, ich liebe diesen Kerl. Oh mein Gott, komm mal mein Herz. Und dann bleib bitte weg von meinem Herz, bitte, danke. Fucking hell. 1, 2, 3, 4, wuppa, getötet werden. Gut, genau das war mein Plan, nichts anderes. Ich wollte genau in diese Kettensäge da rein. Ach mein Gott, Tofu-Boy, da und da und da hat er sogar einen komischen Dreiersprung wieder hingelegt, weswegen ich nicht mal in die Kettensäge werfen konnte, das ist auch irgendwie traurig. Ja, stimmt, da ist nicht viel Plattform. Sollte ich andersrum machen, ist definitiv besser. Boah, ich hab so keinen Bock auf diese Plattformkacke da, ey. Das ist einfach nur schlecht programmiertes Gameplay in dem Moment. Ja, super. Hilfe. Ah, ich bin immer noch durch die Kettensäge gestorben. Nichts anderes, sondern die Kreissäge, Kettensäge, wie auch immer. Ach, ey. So, oh nein, ey, ich hasse es. Komm schon. Das Level. Ach, keine Ahnung. Mit dem komischen Gehüpfe von Tofu Boy und dann diesen so langsam vaporisierenden Blöcken, die weggehen, wenn man sie anguckt, das ist eine wahre Freude. Eine wahre. Ja, super. Toller Dreifachsprung mit. Klaut wenigstens die Engine richtig. Oh, ey. Wenn ich Probleme kriege, weil er. Er kann er macht manchmal einen alleine. Also, um es mal wirklich zu erklären, er macht ab und zu mal einen alleine. In dem Moment, wenn ich Knöpfe gedrückt halte, blockiert er sie. Er blockiert sie und lässt sich nicht mehr steuern. Wenn ich also in dem Moment dann einfach blöd nach unten falle, ist das dann immer zum Beispiel er, weil ich das auch nicht immer direkt mitkriege. Ach, ey. Dieses Level ist für den Arsch, für den Arsch, für den Arsch, für den Arsch. Mit Super Meat Boy würde ich sogar noch unterhaltsam finden, sag ich mal, aber mit ihm. Ach du Schande, ey. Ja, super! Wahrer Dick Move, super toll. Was sollte die Scheiße? Scroll, ey. Die bauen ein Scrolling-Level ein, was schon schlimm genug ist mit der Kontrolle. Und dann machen sie am Ende noch so einen Dick Move, aller, ja, hier darfst du gar nicht durch. Hallo? Geht's noch? Ey. Ja, das war schon wieder sein Ich bin gesprungen, ich brauch nichts mehr machen. Grind. Nee, ey, es tut mir leid, aber das ist ja mal echt der Hammer. Wie bescheuert das. Ah! Ernsthaft, ernsthaft. Ich würde ja beinahe sagen, vernichte Tofu, ess Fleisch, aber das ist irgendwie sich ganz richtig, aber. Ah, lass es mit diesem Doppelsprung. Ich. Boah Gott. Ja, Vegetarier sind bessere Liebhaber, steht da unten. Also seht ihr nicht, aber. Ganz unten links bei mir gerade auf der Seite steht, Vegetarier sind bessere Liebhaber. Sollte ich das vielleicht mal zur Debatte bei uns hier machen hier? Ey, ich kann auch die Leertaste noch einhämmern. Vielleicht bemerkst du dann, dass du doppelt springen könntest, weil ich gedrückt habe. Danke, bitte. Danke, bitte, danke. Ja, super. Ich
gebe zu, das war meine Schuld. Und ich reg mich auch nicht über Sachen auf, die meine Schuld sind. Das ist kein Problem. Da habe ich nichts gegen. Die sind dann meine Schuld, da habe ich schlecht gespielt und dann bin ich runtergefallen. Oder was auch immer in dem Moment war. Oder... Ja, super, in diese Kettensäge da. Also das Level wird jetzt durchgezogen, ganz einfach. Und wenn ich hierfür gleich einen Cut einlege und ein zweites Video mache. Aber das Level hier wird durchgezogen. Ich will jetzt wissen, was da noch kommen könnte. Ey! Das ist so ein verfucktes, dämliches Sprungsystem, was die machen. Ich kann manchmal nicht mal doppelspringen. Was soll da? Ich sag auch immer Doppelspringen, Walljumpen halt. Was soll denn der Käse? Ah, ey. Ich bin nur ein Mensch. Ich bin nur ein Mensch. Aber... Also ich weiß auch, dass ich Fehler mache. Ja, ich weiß, dass ich Fehler mache. Ich bin nicht unfehlbar. Aber er macht es nicht. Ganz ehrlich, ist das jetzt auch noch unmöglich am Ende? Das wäre ja auch nochmal sehr geil. Ja, hier so, hier habt ihr ein letztes Level, ist das Scrolling Level. Und dann, hier ist eine Falle, hier kommt ihr nicht durch. Und was machen wir? Chef, Chef, was sollen wir noch einbauen? Ja, Spieler werden es eh nicht bis hierhin schaffen. Wir machen jetzt hier eine Stelle, die kann man nicht schaffen, weil man nicht vernünftig walljumpt. Chef, Sie sind genial, Chef. Ich weiß. Also wenn es jetzt gleich nicht klappt, dann kommt ein kurzer Aufnahmestopp und dann... Also ich mache jetzt hier einen Aufnahmestopp kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich versuche es jetzt einfach nochmal von hier aus. Keine Ahnung, ob es jetzt klappt. Scheiße. Die Plattform... Sagen natürlich AD, aber ich habe wenigstens rausgefunden, wie es funktioniert, also machen wir es einfach mal so. Ich habe zumindest den Bogen einigermaßen raus, einigermaßen aber auch nur. Solche Fehler mache ich trotzdem noch gerne. Ich bin auch ein bisschen wieder runtergekommen. Was ich wohl der Tatsache zu verdanken habe, dass ich wenigstens gemerkt habe, hey, es ist wenigstens nicht ganz so möglich. Das war auch so ein total dämlich berechneter Sprung, weil ich so... einen Doppelsprung machen muss. Am besten noch vorher die obere Plattform irgendwie wegkriege, damit ich mehr Sprung... Was weiß ich, wie soll ich denn ein Volumen habe? Aber keine Ahnung, ich finde den Sprung total bescheuert gemacht. Also entweder man packt die Plattform vernünftig über die Zahnräder oder lässt es halt. Aber gut. Wie ihr seht, es funktioniert. Dann einfach so hier drüber. Und so, fertig. The winner's you, and they lived healthy ever after. No go vegan already. Super. Und alle meine Bandagen sind weg. Also wenn das hier der Bandage-Bonus ist, dann viel Spaß. Damit ist für mich jetzt offiziell Super Meat Boy gegessen. Und ich gehe mir jetzt einen Schnitzel machen. Tschüss.